Das hier ist Vibi, unser Bildungsserver-Roboter. Er wird uns heute durchs Video leiten. In diesem Video geht es nämlich um Coding, oder besser gesagt Programmieren. Wir beschäftigen uns mit der Frage, was Programmieren ist und warum man sich schon sehr früh, ab dem Kindergartenalter, damit beschäftigen kann. Digitale Medien gehören in der heutigen Zeit auch für Kinder ab dem Kindergartenalter längst zum Alltag. Sie spielen Spiele am PC oder auf der Konsole. Sie dürfen gemeinsam mit den Eltern Fotos und Videos aufnehmen und schauen Videos auf zum Beispiel YouTube. Digitale Medien werden vorrangig zur Unterhaltung und Informationsbeschaffung genutzt. Es ist aber auch sehr wichtig, dass Kinder verstehen lernen, was hinter digitalen Medien steckt und wie diese funktionieren. Aber auch, wie sie selbst in der Auseinandersetzung mit digitalen Medien zu Gestalterinnen von Medienprodukten und damit auch von ihrer Umwelt werden können. Dazu können vereinfacht grundlegende Mechanismen des Programmierens vermittelt werden. Aber was ist jetzt Programmieren eigentlich? Ein Computer oder auch ein Roboter ist ein leeres Gerät. Wenn ich ihm nicht erkläre, was er tun muss, dann macht er nichts. Damit er weiß, was er zu tun hat, muss man ihm Anweisungen geben. Das ist Programmieren. Da ein Computer aber auch nicht unsere Sprache spricht, braucht man eine gemeinsame Sprache zwischen Mensch und Maschine. Das ist die Programmiersprache. Diese kann aus Wörtern bestehen, aus Pfeilen, aus Abkürzungen oder aus Symbolen. Programmieren bedeutet also nichts anderes, als einem Computer Schritt für Schritt in einer gewissen Reihenfolge Anweisungen zu geben, die er abarbeiten kann. Das wird in einem Programm niedergeschrieben. Also noch einmal zusammengefasst, am Computer wird ein Programm in einer bestimmten Programmiersprache geschrieben und diese beinhaltet genaue Anweisungen, was nacheinander passieren soll. Das ist vergleichbar mit einem Kochrezept oder einer Anleitung zum Möbelaufbau. Ab dem Kindergartenalter können vereinfachte grundlegende Mechanismen des Programmierens vermittelt werden. Es geht natürlich nicht darum, schon Kindern Programmieren mittels Programmiersprache beizubringen, sondern um die spielerische Vermittlung. Und die kann auf die unterschiedlichste Art und Weise geschehen, zum Beispiel auch mit Bausteinen. Das geschriebene Programm würde in seiner Durchführung folgendermaßen aussehen. Die Auseinandersetzung mit Programmieren oder Coding kann einige unterschiedliche Kompetenzen schulen. Zum Beispiel die Problemlösekompetenzen, die Raumwahrnehmung und das vorausschauende Denken. Durch aktives Tun lernen die Kinder, dass es kein Problem ist, einen Fehler zu machen und können durch Ausprobieren schlussendlich viele verschiedene Lösungswege finden. Die Grundzüge des Programmierens kann man sowohl on- als auch offline thematisieren. Offline wäre ein Beispiel das Roboterspiel oder zum Beispiel auch der Musikstopp-Tanz, aber auch Spiele mit dem Vibi. Die genauen Ideen am Medienkindergarten und am Lehrerinnenweb habe ich Ihnen unter dem Video verlinkt. Natürlich kann man auch mit digitalen Medien programmieren, thematisieren. Dazu kann ich verschiedene Lernroboter einsetzen oder natürlich auch Apps am Tablet oder am Laptop. Abschließend noch einmal die wichtigsten Punkte. Programmieren kann eine Vielzahl an Kompetenzen fördern. Es ist nicht notwendig, gleich mit einer Programmiersprache zu beginnen und es gibt sowohl online als auch offline viele verschiedene Möglichkeiten, die wir Ihnen unter dem Video verlinkt haben. Wir hoffen, wir konnten Sie neugierig machen und freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal sehen oder hören. Bis dann, alles Liebe!